Fabian Kloß, gut, das ist toll, dass du dich stellst heute. Ist ein ganz schwarzer Freitag, das ist noch untertrieben fast. Sportlich lief gar nichts und dann die Eskalation bei den Fans. Was sind da die Gedanken eines Spielers, der jetzt zwölf Jahre lang seinen Kopf, seine Beine, alles hingehalten hat für Arminia? Ja, genau das sind die Gedanken, dass ich das 12 Jahre gemacht habe. Schweiß, Blut, Tränen, Knochenbrüche. Dass ich dafür den ersten Geburtstag meines Sohnes verpasst habe. Mir ging und geht viel durch den Kopf. Grundsätzlich eine lange Reise gehabt, die jetzt da endet, wo sie angefangen hat. Ja, es ist bitter für alle. Sportlich, man hat alles versucht, man merkte das individuell, aber es lief nichts. Dann muss ich dich kurz unterbrechen. Ja. Man hat sportlich alles versucht? Zumindest, man wollte es, aber es lief nicht zusammen. Habe ich nicht gesehen. Wie ist denn das zu erklären, so eine Leistung? Kann ich nicht erklären. Ich kann ja nicht für irgendjemand anders sprechen. Ich kann mich aber jetzt auch nicht nach den letzten beiden Wochen vor die Mannschaft stellen, das werde ich nicht machen. Und, ich habe mich immer vor die Mannschaft gestellt und habe jeden Fehlpass, jede schlechte Leistung versucht zu verteidigen. Aber alles, was ich jetzt dazu sagen würde, um das irgendwie zu rechtfertigen, wäre blanker Hohn. Die Enttäuschung der Fans riesig über die Mannschaft, aber es gehört sich eben halt nicht so gewalttätig und es ist ja eine Gewalt, die man ausübt, wenn man Böller wirft, wenn man Raketen schießt auf dem Platz. Man kann die Frustration, glaube ich, verstehen, aber nicht die Reaktion. Ja, ich muss sagen, ehrlicherweise kann ich sogar die Reaktion ein Stück weit verstehen. Was haben denn die Fans die letzten zwei Jahre mitgemacht? Was mussten die Fans alles tolerieren? Natürlich soll es nicht so sein, dass Dinge explodieren, Leuchtraketen fliegen. Aber das ist ja nichts, was unsere Fans jetzt exklusiv haben. Das passiert ja in anderen Blöcken auch. Das soll es nicht entkräften. Das ist natürlich schlecht, wenn sowas passiert. Soweit ich weiß, ist aber niemand wirklich zu Schaden gekommen, was das Gute daran ist. Und trotz aller Frustration muss man sagen, nachdem klar war, wenn noch eine Rakete fliegt oder ein Böller explodiert, dass das Spiel dann komplett abgebrochen wird, hat das Gespräch zumindest noch dazu geführt, dass dieses Spiel zu Ende geführt werden konnte. Und da geht es auch um ein Bild, was der gesamte Verein abgibt. Ich habe darum gebeten, dass wir nicht mit Arminia Bielefeld dafür sorgen, dass ein Relegationsspiel abgebrochen wird. Das ist nicht passiert. Das Bild, was auf dem Platz abgegeben wurde, war mindestens so schlecht wie die anderen Dinge heute. Wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt muss man ja Dienstag noch antreten, hat man da überhaupt schon Gedanken dran? Das ist ja fast verheerend nach diesem 0-4 und nach diesen Ausschreitungen. Ja, ich gehe jetzt nochmal davon aus, dass das Rückspiel nicht abgesagt wird. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal spielen. Ihr werdet jetzt nichts Illusorisches von mir hören, dass wir noch eine Chance haben und dass das Rückspiel noch gespielt werden muss. Da lüge ich mir nicht selbst in die Tasche, aber es geht darum, einfach auch dann jetzt mal zu gucken, wer denn gewillt ist, diese Saison zumindest vernünftig zu Ende zu bringen. Und vernünftig zu Ende bringen heißt jetzt im ersten Moment nicht den Abstieg verhindern, sondern sich mit Anstand da am Dienstag zu präsentieren und dann auch den Frust und die Wut der Leute im Stadion auszuhalten, weil das wird passieren und das ist auch okay. Wird es das letzte Spiel von Fabian Kloß sein oder siehst du eigentlich noch eine Möglichkeit, wenn man neu aufbaut, als Leader, als Erfahrener, da noch dabei zu sein, weil Neuaufbau ist zwangsläufig und ich glaube, das hat jeder hier, der ist auch vonnöten. Ja, ich kann da jetzt final nichts zu sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ich bin damals nicht gegangen nach dem Abstieg. Ich bin nach keinem Abstieg gegangen. Und wie du richtig sagst, es müssen Entscheidungen getroffen werden. Auf allen Ebenen muss jeder Stein umgedreht werden, weil die Entwicklung, die dieser Verein in den letzten 18 Monaten genommen hat oder vielleicht auch ein bisschen mehr,
Die ist beängstigend und die macht mich sehr traurig. Und ich habe wirklich alles versucht, um dagegen anzuarbeiten. Leider ist es mir nicht gelungen, das hat der Abend heute gezeigt. Aber ich würde ungern mit 2 Abstiegen aufhören. Arminia ist mein Verein und ja, ich würde auch mit in jede Liga gehen. Das fände ich gut. Ich fände es gut, weil dann, wenn ich Spieler mit Herz dabei sind, du hast es gesagt und ich sag's auch mal als einer, der jetzt noch länger dabei war als du, daran hat es bei vielen in dieser Saison gefehlt. Gutes Schlusswort und wir würden uns freuen, wenn du den Neuaufbau mitmachen würdest. Danke.